Hallo zusammen, willkommen im nächsten Video der Reihe Jeder kann programmieren lernen. Wir haben uns im letzten Video der Java-Grundlagen die Deklaration von Variablen angesehen. Heute kümmern wir uns um die verschiedenen Datentypen, wobei ich mich erstmal auf die einfachen Datentypen beschränke. Gut, legen wir gleich los. Wir haben ja gelernt, dass wir alles, was wir in Programmen oder im Computer verarbeiten wollen, im Speicher und somit in Variablen ablegen müssen. Wenn wir uns das in der allereinfachsten Form mal ansehen, können wir im Groben vier unterschiedliche elementare Datentypen unterscheiden. Zum einen wären da mal die ganzen Zahlen. Das ist wirklich auch für die Mathematiker unter euch genau das, was wir unter ganzen Zahlen verstehen, also die Menge der ganzen Zahlen. Wobei die Wertemenge hier auf den darstellbaren Bereich reduziert ist. Im Computer können wir nicht unendlich viele Werte ablegen, also muss es begrenzt sein. Wir verwenden diesen Datentyp immer dann, wenn wir Dinge zählen wollen, wenn wir keine Nachkommastellen benötigen, also im Prinzip hauptsächlich beim Zählen. Wenn wir doch Nachkommastellen benötigen, dann müssen wir auf die sogenannten Gleitkommazahlen ausweichen. Im Englischen wäre das Floating Point. Im mathematischen Bereich wäre dies zwar eigentlich die Zahlenmenge der reellen Zahlen, wobei wir eine endliche Genauigkeit haben, also die Anzahl der Nachkommastellen ist ja begrenzt, weshalb wir hier eher vom rationalen Zahlenraum sprechen würden, wobei das fürs Erste eher eine Spitzfindigkeit ist. Die nächste Datenform wären die einzelnen Zeichen, also keine Zeichenkette, sondern wirklich nur ein einzelnes Zeichen. Hier habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass das eigentlich auch nur Zahlen sind, denen ein Zeichen zugeordnet wurde, wobei wir das bei der Nutzung so erstmal gar nicht merken, aber davon auch später mehr. Zum Schluss bleibt noch der sogenannte Boolean-Datentyp. Damit lassen sich logische Zustände speichern, also einfach nur die Werte wahr und falsch. Ja, ihr habt richtig gehört, mehr kann eine Boolean-Variable tatsächlich nicht speichern. Und das mag jetzt recht mager klingen, aber ich verspreche euch, das kann sehr, sehr praktisch sein. Und das werden wir im Laufe unserer Programmiererkarriere auch noch an der einen oder anderen Stelle merken. Einen Sonderfall möchte ich hier aber noch kurz erwähnen, wobei wir diesen Datentyp erst später intensiver behandeln, und zwar die Zeichenkette. In Java wäre das String. Dieser Datentyp unterscheidet sich wesentlich von den bisher besprochenen Datentypen. Er ist nämlich aus anderen Datentypen, also primitiven Datentypen, sprich den einzelnen Zeichen, zusammengesetzt, weshalb man auch sagt, er ist ein zusammengesetzter Datentyp. Die Eigenschaften in Java von diesem Datentyp ist grundsätzlich unterschiedlich von den einfachen Datentypen. Nun, einfache Datentypen, man spricht auch von elementaren Datentypen oder auch von primitiven Datentypen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen einzelnen Wert aus einem klar definierten Wertebereich aufweisen. Dieser Wertebereich wird durch den belegten Speicherplatz und der Interpretation der einzelnen Bits hinsichtlich des Wertes bestimmt. Beim Video über das Zweierkomplement und den Gleitkommazahlen haben wir eruiert, wie die Bits zu interpretieren sind. Zusammengesetzte Datentypen wiederum setzen sich aus einfachen, primitiven Datentypen zusammen. Es gibt auch welche, die wiederum aus zusammengesetzten Datentypen aufgebaut sind, aber am Ende des Tages landen wir immer bei den primitiven Datentypen. Da die Art und Weise, wie die Daten strukturiert sind, erstmal nicht allgemein bestimmt ist, gut, beim String ist es schon bestimmt, aber jetzt mal ganz allgemein für alle zusammengesetzten Datentypen, können wir für zusammengesetzte Datentypen auch keine Wertebereiche und schon gar keine begrenzten Wertebereiche definieren. Unser Vertreter, die Zeichenkette, wird aus beliebig vielen einzelnen Zeichen zusammengesetzt, weshalb auch vorab kein fester Speicherbedarf definiert werden kann. Also das Wort Hallo braucht natürlich weniger Speicherplatz als jetzt ein ganzes Buch, das ich durchaus auch in einem String ablegen kann. In der Praxis ist der Wertebereich zwar schon beschränkt, schon alleine deshalb, weil die Rechner uns nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stellen, aber vom Prinzip her ist es eben nicht definiert. Wir werden uns in diesem Video aber primär um die einfachen Datentypen kümmern und klammern die Zeichenketten jetzt erstmal aus. Bei den folgenden Untersuchungen werden wir uns die Eigenschaften und Möglichkeiten eben nur dieser einfachen Datentypen genauer ansehen.
Beginnen möchte ich mit den Vertretern der ganzen Zahlen. Hier sehen wir uns die Zusammenhänge im einfachsten Fall mal an. Und wir verwenden jetzt für den Anfang die kleinste adressierbare Einheit, den Byte. Ein Byte hat 8 Bit, weshalb wir 2 hoch 8 Möglichkeiten haben, was zu 256 führt. Nun setzen wir die Zahlen im Zweierkomplement um. Somit teilen wir die 256 durch 2, schieben die eine Hälfte dem negativen Bereich zu und die andere Hälfte dem positiven. Da die 0 dem positiven Bereich zugeordnet wird, haben wir einen Wertebereich jetzt von minus 2 hoch 7 bis 2 hoch 7 minus 1. Also in Zahlen ausgedrückt von minus 128 bis plus 127. Diesen Wertebereich kann nun eine spezielle Variable fassen, die wir in Java als Byte-Variable deklarieren. Im Gegensatz zu diversen anderen Programmiersprachen gibt es die Variable in Java nur mit Vorzeichen. Man spricht hier von einem Signed-Datentyp. Bei Unsigned wäre kein Vorzeichen abgelegt, weshalb der Wertebereich von 0 bis 255 gehen würde. Aber wie gesagt, in Java ist der Byte-Datentyp immer Signed. Kommen wir zum nächsten Datentyp. Und da gehen wir jetzt einfach mal von 2 Bytes aus. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt einen ganzzahligen Datentyp, der mit 2 Bytes umgehen kann. Und damit kommen wir auf 2 hoch 16 gleich 65.000 Kombinationen. Da wir auch hier signed sind, teilt sich der Wertebereich in 2 Hälften auf und eben von minus bis plus 32.000 ungefähr. Diesen Datentyp nennen wir short, der auch in den meisten Programmiersprachen so auch zu finden ist. Gehen wir weiter auf 4 Bytes. Die Kombinationsmöglichkeiten liegen jetzt bei 2 hoch 32 gleich 4 Milliarden bzw. plus minus 2 Milliarden. Dieser Datentyp ist der sogenannte Integer oder kurz Int, was auch gleichzeitig der Standarddatentyp für ganze Zahlen ist. Also immer, wenn wir mit ganzen Zahlen arbeiten und es keinen triftigen Grund wie Speicherplatzprobleme oder Performanceprobleme gibt, auf andere auszuweichen, dann nutzen wir genau diesen Datentyp. Sollte Int nicht ausreichen, können wir noch auf 64 Bit erhöhen, wodurch wir auf 2 hoch 64 Kombinationsmöglichkeiten kommen. Das würde uns eben auf einen Wertebereich von plus minus 9 Trillionen führen. Und dieser Datentyp, den würden wir jetzt als long bezeichnen. Er wird immer dann verwendet, wenn Integer zu klein ist. In Java gibt es noch die Möglichkeit, den long-Datentyp unsigned zu definieren, womit wir Zahlen von 0 bis 18 Trillionen darstellen können. Aber im Regelfall langt uns die 9 Trillionen. So. Jetzt haben wir alle ganzzahligen Datentypen für Java kennengelernt. Wie gesagt, der wichtigste ist Int, aber in gewissen Situationen sind die anderen eben auch von Interesse. Bei den Gleitkommazahlen werden in Java und auch in den meisten anderen Programmiersprachen zwei verschiedene Datentypen unterschieden. Beginnen wir mit der Gleitkommazahl der einfachen Genauigkeit. Sehen wir uns hier mal wieder das Beispiel eines früheren Videos zum Thema Gleitkommazahlen an, und zwar 2,975 oder binär 1,110111 mal 2 hoch 100. Die Werte, welche gespeichert werden müssen, sind das Vorzeichen, die Ziffern hinter dem Komma und der Exponent. Im einfachsten Fall werden die Daten also in einer Bitsequenz verteilt, so dass wir einen Bereich für die sogenannte Mantisse, das waren ja die Stellen vor dem oder nach dem Komma, dann einen für den Exponenten, also einen Wertebereich für den Exponenten, das war 2 hoch der Exponent, und ein Vorzeichenbit haben. Der daraus resultierende Wertebereich liegt bei ca. plus minus 1,4 mal 10 hoch minus 45 bis plus minus 3,4 mal 10 hoch plus 38. Wow. Wer diese Details etwas genauer wissen möchte, dem sei Tante Google ans Herz gelegt, einfach mal nach IEEE, also IEEE 754 googeln, und dann findet ihr die genauere Definition dieses einfachen Datentyps. So, wir nennen in diesen Datentyp in Java und auch in vielen anderen Programmiersprachen Float, manche auch in Anlehnung an die IEEE-Norm Single Precision.
Ja, und wo es Single Precision gibt, gibt es auch Double Precision. Wir verwenden also die doppelte Anzahl an Bits, was 64 ergibt. Dementsprechend erreichen wir hier Zahlenwerte von plus minus 4,9 mal 10 hoch minus 324 bis plus minus 1,7 mal 10 hoch 308. Und das Ganze noch mit der höheren Anzahl an Bits für die Mantisse. Der Name dieses Datentyps ist dementsprechend Double Precision oder eben in Java Double. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeichen. Hier haben die Java-Macher uns 2 Byte zugestanden, was zu einer Anzahl von 2 hoch 16 gleich 65.000 Kombinationen führt. Dadurch können wir die Werte 0 bis eben 65.535 darstellen und jedem Wert ist nun ein Zeichen aus der UTF-16-Kodierung zugeordnet. UTF-16 steht für Unicode Transformation Format und ist der erste Versuch, alle Zeichen ganzheitlich abzubilden. Da für weltweit alle Zeichen dies nicht ausreicht, geht man beispielsweise im Web derzeit auf UTF-8, was über 1 Million Zeichen momentan adressierbar macht. Dies ist mit 2 Byte also nicht möglich, aber für die gebräuchlichsten Zeichen ist dies ausreichend und in Java verwenden wir hierfür den Datentyp Char oder Character. Der letzte einfache Datentyp ist für die Wahrheitswerte, wie eine 0, eine 1, eine wahr, falsch oder eben true, false, wie in Java oder in den meisten Programmiersprachen üblich. Hierbei haben wir also nur 2 Zustände, die eigentlich ein Bit benötigen würden. Dies ist aber nicht adressierbar, weshalb wir in der Regel 1 Byte benötigen, die kleinste adressierbare Einheit. Das ist nicht einheitlich geregelt. Insofern finden wir keine klare Definition für den benötigten Speicherplatz, aber wir gehen jetzt hier der Einfachheit halber mal von 1 Byte aus. Der Datentyp in Java hierfür heißt Boolean, genannt nach George Boole, der die Grundlagen für die mathematische Logikalgebra erschaffen hat. Ja, jetzt haben wir wieder einiges an trockenen Stoff durchgekaut. Wir haben jetzt mal eben sämtliche primitiven Datentypen der Programmiersprache Java durchexerziert. Im nächsten Video müssen wir uns nun noch mit der Umwandlung der Werte in unterschiedliche Datentypen kümmern. Und ja, also bis zum nächsten Mal.